Eine Spritze. Ich werd nicht mehr. Endlich. Oh Gott, ich höre mich an wie so ein Junkie. So. Was erwartet uns jetzt Schönes hier oben? Denkst du, Kidman geht's gut? Mir gefällt nicht, dass sie als Köder benutzt haben. Als würde jemand mit uns spielen. Ja, der Typ beißt nochmal. Oh nein, bitte hab jetzt nicht wieder einen Anfall. Halt durch. Ist nicht mehr weit. Oh nein. Er geht nur langsam. Ich kann nicht sprinten. Das heißt, doch hoffentlich nicht wieder, dass hier was passiert. Oh mein Gott. Das sind nur zwei. Die schaffen wir. Nein, das ist keine... Scheiße. Fuck, Alter, was machst denn du? Na herrlich. Joseph. Oh Scheiße, was macht der auch für einen Kram? Jetzt komme ich nicht mehr rüber. Muni für die... Ach, für die Sniper. Okay, das muss dann schnell gehen. Wo sind sie denn? Alter, Schwein gehabt, Mann. Und jetzt? Alles klar? Mir geht's gut, keine Sorge. Ja. Alter. Das ist natürlich auch eine Idee. Was ein Zufall. Du hättest sie einfach lassen sollen. Was? Was zur Hölle? Was hat er denn jetzt? Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist besser so. Was soll der Scheiß? Oh Mann. Wow, aber irgendwo hat er recht, oder? Aber jetzt noch nicht aufgeben. Noch können wir dich gebrauchen, mein Freund. Ach du Heiliger. Ja, die durften jetzt nicht über die Brücke kommen. Gib mir Deckung. Gehen wir. Gib mir Deckung. Meine Fresse. Der braucht immer ewig. Hoffentlich sind wir jetzt erstmal wieder safe. Alter Schwede. Joseph, bist du in Ordnung? Ja. Okay.
Gott, auf dem Friedhof jetzt. Na herrlich. Was? Hier können wir anscheinend endlich erstmal wieder auffüllen. Was? Pump soll voll sein? Glaube ich nicht. Nachladen. Liste. Jeder einzelne Schuss ist wichtig, wie wir jetzt gerade die ganze Zeit gemerkt haben. Sieht nach einem Marktplatz aus. Ja. Sieht verlassen aus. So wie alles hier. Wir sollten weitergehen. Gehen wir auch. Aber erstmal mache ich hier meine Taschen noch voll, wenn du erlaubst. Vielleicht gibt es nämlich noch ein paar nützliche Sachen hier. Okay, das ist ein Radio. Ich dachte, ich könnte vielleicht was nehmen. Ah, hier liegt Munition neben dem Obst. Logisch. Nehmen. Nehmen. Irgendwas zu nehmen. Nehmen. Und ein Tonband. Vater war ein unnachgiebiger Mann. Stolz und, wie ich dachte, intelligent. Aber er war auch fromm. Ein Mann des Glaubens. Er hat die Kirche stets unterstützt. Egal, was in der Zeitung stand. Er hat jegliche Anschuldigungen abgewiesen, als wären sie unfehlbar. Die Elenden, das Ungeziefer, die Unnachgiebigen. Diese Kirche hat sie alle aufgenommen. Ihnen wurde Erlösung und ewiges Leben versprochen. Ich glaube, ich kann Ihnen nichts diese versprechen, was ich Ihnen nicht nähern könnte. Warum musst du jetzt dazwischen quatschen? Er riecht sie in der Nähe. Ist ja gut, wenn du mich warnen willst, ey, aber bis jetzt merke ich noch nichts davon. Was hier alles rumhängt. Okay, das wird jetzt erstmal eine Sammel-Euphorie hier. Ja, schadet ja nicht. Uiuiui, hier gibt's jetzt aber. Ganz gut Punkte, würde ich mal sagen, an diesem Marktplatz. Aber wie sagt man schön? So schön. Wenn wir jetzt belohnt werden, dann wartet, kriegen wir gleich so die Hucke voll. Warte mal, ist das ein Haus? Bin ich doch nicht komplett an dem Haus vorbeigelaufen, oder? Da muss ich doch bestimmt irgendwie reinkommen. Nee. Oder? Nee, sieht nicht danach aus. Du musst eindeutig deine Ausdauer verbessern, mein Freund. Warte mal, hier geht's lang. Hier gibt's auch noch eine Flasche. Oh, die gibt gleich natürlich nochmal ein paar mehr Punkte, weil sie wahrscheinlich nicht allzu einfach zu finden ist. Gut. Dann werden wir uns mal wieder aus dieser sicheren Zone begeben. Weil da hinten ist schon wieder ein Tor und ich wette, dahinter wartet dann wieder das Übel auf uns. Wie er sich nicht mal umdreht, wenn der hustet, ne? Ich hätte jedes Was Mal denkst Schiss. Du, wo wir sind? Du meinst wohl wann? Die Gebäude hier sehen aus wie im Mittelalter. Ja, aber es gibt Elektrizität. Aufzüge. Dieser Ort ist nicht real. Wie ein Wirrwarr aus Erinnerungen.
Okay, mein Freund. Erleben wir das jetzt wirklich? Jetzt kommt man immer mehr ins Zweifeln, oder sind wir doch psychisch irgendwie abgedreht? Oh oh. Scheiße. Oh Scheiße. Lass uns hier kurz verstecken. Hat es sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall? Ich habe mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir können nicht alle perfekt sein. Meine Arbeit hat nie drunter gelitten. Aber hey, du hast den internen Bericht gelesen. Ich habe dich nicht gemeldet, weil ich mir Sorgen um deine Arbeit gemacht habe, Sebastian. Warum denn sonst? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich brauche meinen Partner. Ich zähle auf dich. Was gefunden? Vielleicht. Lauter Symbole. Irgendein Kult. Könnte hilfreich sein. Oh mein Gott. Mir geht's gut. Dieser dumme Schlachtbank hier. Was hier jetzt genommen? Kartenfragment. Wir sollten besser weiter. Okay, hab's. Okay. Der da ist. Ja, hier schneiden. Okay, gut, ich hab's. Der Hammer. Hier wartet doch irgendwas ganz Böses. Nanu, lass mich raus. Okay, jetzt sind wir wieder draußen. Oh, Scheiße. Warte mal, ich klettere hier hoch. Vielleicht kann ich dann was sehen. Ja, genau, das musste ja passieren. Ja. Ach, da ist sie ja. Hey, da ist Kidman. Mit Leslie. Ist da bei ihr. Noch ein Scharfschützengewehr. Das an einem Zombie? Guck mal, was ich hier habe. Scheint noch zu funktionieren. Geh vor, ich gebe dir Deckung. Okay, das war's mit dem Haus. Wolltest du mir nicht Deckung geben, Alter? Merkt's nicht. Gut, dann mache ich das halt selber. Ups. Unter Wasser. Wie soll ich denn hier jemanden verbrennen?
Was auch immer es war, es hat noch gelebt. Danke. Den nächsten bitte auch noch. Geht. Und ich habe jetzt schon gedacht, ich muss jetzt ernsthaft gegen alle von denen normal kämpfen hier. Was wie ekelhaft das ist, ne? Ich fülle mir die Scheiße auch noch immer in so eine komischen Behälter ab. Oh, Muni. Mal eben so, mitten auf einem Grab drauf. Sebastian, dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Geh weiter, ich gebe dir Deckung. Warum hast du den sicheren Pfad, ey? Kann ich nicht ganz cool da oben stehen und dich beschützen? Okay. Ich werde mal die Pump benutzen. Hier liegt so viel Pump nun. Oh. Meine Fresse. Keine Chance, mach ihn fertig! Munition alle? Meine Chance, genau. Noch einer? Ist das dein Ernst oder was? Alter. Scheiße, ich muss hier gegen diese übertriebenen Monster-Zombies kämpfen. Ja, genau. Ich habe nicht mal ansatzweise so viel Ausdauer wie du, du kleines Stück Scheiße. Genau, jetzt habe ich auch keine Muni mehr. Warte, da war was. Halt. Ich glaube, für die... Fuck. Fuck. Ja. Ich suche einen anderen Weg. Lass uns bei der Pferdestatue da treffen. Hier lang. Was ist denn hier los? Also das Kapitel zieht sich ja auch mal echt lang, ne? Notiz vom Friedhof. Walt. Ich bin losgegangen, um Donner zurückzuholen. Ich weiß, wie ich die Höhle des Löwen komme. Ich lasse nicht zu, dass sie geopfert wird. Folge mir nicht. Bleib da und pass auf die Familie auf.
Ich werde sie zurückbringen. Daniel. Okay, was hier abgeht, ist schon nicht mehr normal. Was sind das für Zombies hier gewesen wieder? Die übeltriebenen. Und dann kommt da auf einmal zwei. Okay. So, warte, ich muss jetzt erstmal alles nachgucken, ob ich hier alles geladen habe. Ja, es ist alles geladen. Ich muss jetzt hier nochmal ein bisschen abchecken, ob hier irgendwo andere Munition hat liegen lassen. Weil... Du mit deinem Ich hab's, hör auf zu quatschen da. Hier ist ja übelst die Massenschlachtung geschehen, oder? So, der hat hier hinten auch noch irgendwo was fallen lassen. Genau, da noch ein bisschen Muni. Hier noch ein bisschen von dem scheiß Sekret, ey. Gut. Das dürfte es denn erstmal gewesen sein. Da ist noch mehr Muni. Hui, ein Schockbolzen. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der getroffene Gegner mit einem Stromschlag in Schach hält. Er kann am Boden, an Wänden und sogar auf Gegnern platziert werden. Jawohl, elektrisierend. Und wir haben mal wieder eine Spritze, die wir uns natürlich auch direkt reinpfeifen werden. Oh, ich hatte sogar noch eine. Ich schaff die nicht allein. Wen? Wen denn? Wo bist du? Ach, du schaffst das schon, ich glaub an dich. Wo war denn die scheiß Pferdestatue jetzt? Warte. Okay. Ja, dann kannst du ja losgehen, wa? Warte, da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Hm. Wie geht's also, gehen wir da runter? Denke schon. Oh ja. Nichts lieber als das. Was jetzt? Na, wieder so ein Punkt, wo ich besser speichern sollte. Kein Schlüssel, nichts Extravagantes. Oder soll ich mir die Fotos nochmal genauer angucken? Na, bei den Fotos sehe ich jetzt nichts Besonderes. Halt. Eine Karte der Stadt, vielleicht bringt es was, sie wieder zusammenzusetzen. Ach, das mache ich ja schon die ganze Zeit. Ach so. Wahnsinn. Okay, wieder speichern. Ich muss ja einen Grund haben, dass ich jetzt schon wieder hier bin. Oder was? Na gut, ich könnte meine Punkte ausgeben, die ich jetzt wieder gemacht habe. Auf jeden Fall das Sprinten wieder erhöhen. Lebensanzeige. Oh, jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug für das Leben, Dinge. Nahkampf mache ich kaum. Nachladegeschwindigkeit. Nehme ich. Magazinkapazität nehme ich auch. Genauigkeit wäre natürlich auch cool. Ja, nehmen wir mal ein paar kleinere Sachen, außer die kritischen Treffer anzeigen hier. Noch 600 Punkte, mit denen ich natürlich nichts kaufen kann. Gut.
war's das erstmal. Achso, genau. Gehen wir am besten einfach mal wieder direkt dahin. Alles okay? Mach dir um mich keine Sorgen. So, was machen wir jetzt hier unten? Boah, ist auch wieder alles voller Leichen. Okay, ich wusste es nicht. Okay, ich dachte, ich kann ihn dadurch vielleicht irgendwie runterhauen. Okay, nee, ich kann die ganzen Dinger hier verschieben. Hätte er annehmen können, dass der noch lebt. Was ist denn hier los? Kommst du denn her? Ganz ein Ernst? Das ist wie so eine Opferstätte hier. Das ist ein Hebel. Kann ich den benutzen? Noch nicht. Da hängt schon wieder so eine komische Puppe dran. Sagte diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie? Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Ja, ich schneide. Okay, gut, ich hab's. Ja. Ja, dann habe ich das jetzt schon alles richtig gemacht, oder was? Vielleicht sollten wir uns hier besser nochmal umsehen. Hä? 3 ist abgebrochen, oder was? 5? Wir sollten uns hier etwas länger umsehen. Etwas länger? Ich muss mir das mal erklären, warte mal. Thank you.
etwas gehört. Ja, und was? Oh mein Gott. Das war wohl richtig. Also ich habe jetzt gerade anscheinend durch Zufall die richtige Reihenfolge genommen von den Plattformen. Keine Ahnung. Also ich kann euch nicht sagen, ihr könnt euch ja angucken, falls ihr das irgendwann auch mal machen müsst. So ist die eine Reihenfolge anscheinend richtig. Keine Ahnung. Okay, jetzt von Stockwerk höher. Nehme ich mal an. Das ist doch schon ein bisschen crank hier. Okay. Naja, das sieht ja wieder vollkommen lecker aus hier. Wieder irgend so ein kranker Forscher am Werk. Notiz Nummer 1 aus Friedhofslabor. Es muss Gottes Wille gewesen sein, dass diese beiden Waisenzwillinge überlebt haben. Sie wurden getauft und ihnen wurde Medizin verabreicht. Neon und sein Bruder 10, ach 9 und sein Bruder 10 erholten sich schnell. Was sind das für Namen? Aber ebenso schnell schritt auch ihre Entstellung voran. Natürlich sind es Zwillinge, aber aus irgendeinem Grund ist ihr Wachstum absolut identisch. 12 Stunden nach Verabreichung des Serums. 9, 120,4 cm, 28,2 kg. 10, 122,4 cm und 8, auch 28,2 kg. Körpertemperatur steigt. Offenkundig Schmerzen in unteren Extremitäten. 24 Stunden nach Verabreichung des Serums. 9. Okay, ist größer geworden, beide gleichzeitig. Stabilisierung der Lebenszeichen, Schlaf in kurzen Intervallen. 36 Stunden nach Verabreichung des Serums, halb bewusstlos, Gespräch mit imaginärer Person. 48 Stunden nach Verabreichung des Serums, unruhig, Sedativum verabreicht. Okay, schon krank. Schon krank. Na, herrlich. Wurde gezüchtet oder was, diese Rasse oder wie auch immer man das nennen darf. Option. Und auch noch so eine na immerhin passende Ding zur Wirbelsäule. Gehen wir weiter. Ich will mich hier nicht lange unten aufhalten, um ehrlich zu sein. Autsch. Da liegt was Unschönes. Notiz Nummer 2 aus dem Friedhofslabor. Jeden Monat werden Opfergaben zu dem Steinsarkophag an der Oberfläche gebracht. Und der Besitzer Altar genannt. Okay, Leute. Ich lese nochmal von vorne. Jeden Monat werden Opfergaben zu dem Steinsarkophag an der Oberfläche gebracht, den der Besitzer Altar nennt. 2 Tote, 4 Tote, 3 Tote, 5 Tote, 4 Tote, 7 Tote, 6 Tote. Der Wachhund der Kirche verändert sich. Genau wie bei den Zwillingen schreitet die Entstellung immer weiter voran. Heute hat er schon 6 Leichen verschlungen und doch heult er nach mehr. Ich weiß nicht, wie lange die Ketten und Gitter ihm noch standhalten. Ich wage es nicht, das Tier aus den Augen zu lassen. Vielleicht glaubt es, ich wäre eine weitere Opfergabe. Okay. Also meinetwegen kann das Tier jetzt einfach mal ganz schnell verrecken da drin. Wie sieht das denn aus?
yummy, yummy, yummy. Okay, hier ist nichts weiter Wichtiges. Gehen wir hier lang. Den sehen wir 100 pro noch wieder. Ich hab das im Gefühl. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich könnte wetten, wir haben jetzt gerade irgendwie die Ketten gelöst. Ich habe keinen Schlüssel. Wie soll ich jetzt hier langkommen? Kriegst du das auf? Ah, mein Dietrich. Typi. Warum wusste ich das? Oh, Scheiße. Oh Gott, da stellen sie mir die Nackenhaare auf. Was denn jetzt? Was soll ich mit dem Vieh machen? Ich habe Handgranaten, ne? Ja, der geil. Geh bloß tot, ey. Alter, fuck you. Alter. Nein! Was ist? Ich muss eine Spritze nehmen. Wo ist er? Ich hab keine Waffen mehr. Fuck, 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 fuck. Oh, ich hab's erledigt. Joseph. Oh.
Was ist? Ich habe meine Brille fallen lassen. Fuck. Ach ja, na klar, ich darf jetzt da wieder durchgehen. Joseph legt diese... Oh, fuck. Hey, hierher! Hierher! Schnell zurück, bevor das Ding dich findet. Das ist meine Gelegenheit. Nachladen. Wo bist du? Bist du scheiß Vieh da? Los! Oh, Alter. Es geht nicht nur darum, nicht sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Ist schon gut. Lass uns Kidman suchen. Was ein Scheißvieh. Scheiße, Joseph. So ein Aufwand für eine Brille. Du sagst es. Ich habe anscheinend noch den Frostpfeil. Okay, ich muss jetzt wahrscheinlich nicht sprinten, aber ich will kurz im Schnelllauf gucken, ob ich hier noch irgendwo was da einsammeln kann. Gut. Puh, Leute. Kapitel 6 überlebt. Alles klar, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, wünsche ich euch was. Euer Gunshot.